guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr dies gerade seht, und herzlich willkommen zu Urbex Stories. Ja, leider fängt es gerade ein bisschen an zu fisseln. Wir haben so eine relativ ungenaue Koordinate im Wald, deutet auf irgendeine Hütte hin oder so, oder mehrere Hütten, und wir schauen uns das einfach mal an. Seid gerne mit dabei, los geht's. Du bist schon dir bewusst, dass du dein Leben in meinen Händen jetzt gerade gibst. Wenn du vorgehst, oder was? Ich vorgehe. Notfalls, ein bisschen LTE ist ja noch hier. Rufen wir die Waldwacht. Maus, ob wir hier richtig sind? Ja. Das ist aber nicht. Das ist eine gute Frage, aber. Komm, wir gehen mal hier in diese Richtung. Vielleicht finden wir die Hütten ja noch. Ich muss echt sagen, das ist eine ganz schöne Kraxelei. Hey Leute, wenn sich das nicht lohnt oder da überhaupt nichts ist, hey, mit diesem scheiß Wetter, warum regnet das jetzt? Warum? Ja, wollen wir mal nicht quengeln. Weiter geht's. Bis jetzt sehe ich hier nur Wald. Ja, eins und vier, eins. Jo, Maus, das siehst du richtig. Tatsächlich Tiere genächtigt. Könnten Rehe sein. Ich glaube, wir haben vorhin im Wald auch welche gesehen. Nur irgendwie ist dann auch die Kamera nicht bereit, wenn sie bereit sein sollte. Schade. Das ist keine Lichtung. Hier ist so eine kleine Hütte. Ist das frisch gesägtes? Es ist auf jeden Fall viel entrindet. Deswegen wirkt es auf jeden Fall recht frisch. Was allerdings nicht frisch wirkt, ist dieser Tisch. Also gesessen hat hier schon lange keiner mehr, würde ich sagen. So eine Rotkäppchenflasche. Hat sowas eigentlich ein Ablaufdatum? Sicherheit auch, oder? Ja. 06. Okay, wenn die Flasche von 06 ist abgelaufen und schon so lange hier steht, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine verlassene Hütte. Aber wir sind noch nicht ganz in unseren Koordinaten angekommen. Deswegen wundert es mich ein bisschen. Aber wir gucken mal. Ja, das sieht gar nicht mal uninteressant aus hier. Stehen überall Gartenstühle? Ist die Frage. Ist die Tür offen oder nicht? Jo, die ist offen. Alter Schwede. Okay. Das ist Sitzhütte, würde ich sagen, wo man sitzen konnte hier, vielleicht von der Jagd oder so, von dem Wald hier. Hier wurde auf jeden Fall mal zusammengekehrt und eine Party hat hier anscheinend auch mal stattgefunden. Mit allen möglichen Biermischgetränken. Sieht auch noch gar nicht so alt aus. Aber die Spinnenweben an den Stühlen sprechen eine andere Geschichte. Sehr, sehr merkwürdig hier. Aber ich glaube, das ist nicht das, wonach wir suchen. Aber trotzdem interessant. Hier so ums Haus rum, an der Terrasse. Oh, da hängt ein Vogelhäuschen. Könnte auch gut eine Kamera drin sein, aber wenn, dann ist die eher hier drauf gerichtet, weil hier irgendwas geforstet wird. Da geht wahrscheinlich die Überwachung eher von aus, als von dieser Hütte hier. Hütte hin, Hütte her. Wir suchen noch andere Hütten. Weiter geht's. Man ist ja nicht schon irgendwie so leicht nass, obwohl momentan geht's noch. Aber ich glaube, das sind doch die Bäume, die uns schützen hier. Einmal bei so Urban Exploration Videos sozusagen, wo man wirklich nach Orten sucht, richtig, man keine genauen Koordinaten hat. Auch mal recht interessant sowas, aber ich mache sowas lieber im Sommer, wenn nicht ganz so viel regnet, muss ich ehrlich sagen.
Hier hinten sehen wir tatsächlich noch ein anderes Haus. Das ist aber noch aktiv. Da haben wir gerade schon mal so rumgeschielt. Da ist sogar noch so ein Schlaffass und so weiter zu erkennen. Also das ist noch recht modern. Schon eine ganze Weile hier in diesem Wald unterwegs. Auf der Suche nach dieser Hütte oder Hütten oder was auch immer. Ich hoffe mal, dass die Koordinate nicht komplett falsch ist. So. Anscheinend sind wir tatsächlich irgendwo angekommen hier. Zumindest ist das eine Holzhütte. Hier sind noch mehrere kleine. Die gucken wir uns gleich mal an. Eieiei, ob das wirklich das Objekt der Begierde ist, nachdem wir gesucht haben, nachdem wir so lange durch den Wald gestopft sind. Ich bin gespannt. Oh, was haben wir denn hier? Zumindest war dieses Haus tatsächlich auch mal verkabelt. Hier ragt noch ein Kabel durch die Wand. Hier sehen wir so einen kleinen, so einen komischen weißen Stuhl. Das würde ich mal als Ofen betiteln. Und tatsächlich, ich glaube, das war mal diese Hütte, wo wir jetzt auch hin wollten. Das sah mit Sicherheit mal schön urig aus. Aber wie ihr seht, das Dach ist irgendwann mal jetzt runtergekommen. Da hinten sieht man noch eine Kaffeekanne, einen Tisch, einiges zum Lackieren und zum Ölen. Hier haben wir noch eine alte Couch, ich würde schon sagen, bestimmt aus den 70ern oder so. Und hier vorne könnte mal so eine Art Schlafzimmer gewesen sein. Da sind nämlich noch Matratzen. Aber das sieht nicht so aus, als kämen wir hier noch irgendwo rein. Ärgerlich. Maus, war ein ganz schön langer Weg für so eine Rumpelbude, oder? Ja, aber trotzdem, der Verfall ist natürlich. Der Verfall ist natürlich. Genauso natürlich wie dieser alte Hexenbesen hier. Ja, der steht hier schon eine Weile. Schleichen wir hier auf die andere Seite und gucken mal, ob wir irgendwie an den kleinen Hütten noch was entdecken können. Dass es sich lohnt zu filmen. Guckt euch mal an, wie voller Moos das hier ist. Und oh, dieser Raum mit den Matratzen, den kann man von hier noch ganz gut erkennen. Das war mal das Bad. Ja, tatsächlich. Hier ist noch ein Anschluss. Da hat nur irgendwer die Matratzen hinten reingeschmissen, aber das war anscheinend tatsächlich mal das Bad. Oder die hatten das Klo im Schlafzimmer, aber das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, versuchen wir von dieser Seite aus an die kleinen Hütten dran zu kommen, dass wir nicht ganz so durch die Dieseln müssen. Das sieht ja mal geil aus. Oh. Das Fensterglas. Ja, ob das mal hier in der Hütte verbaut war, das sähe ja dann richtig, richtig irre aus. Das wird wohl bei Zeiten schon mal auf jeden Fall ausgewechselt. Yes. Kraxelei ist das hier ganz schön. Was haben wir denn hier? Ja, nur ein kleines Lager ist das hier. Für Holz. Noch ein bisschen Werkzeug vorhanden hier unten. Aber tatsächlich nur ein Lager. Jetzt gucken wir nochmal hier im Areal so ein bisschen weiter. Hier scheint so kleine Trampelpfade zu sein. Ja. Und hier hört das Ganze auf einmal auf. Kann gut sein, dass hier vielleicht mal irgendwie so Sitzgelegenheiten waren oder so. Weil wir hier hinten ja diese beiden Hütten haben. Es wäre möglich. Hier haben wir noch einen weiteren Weg entdeckt. Alles so zugewuchert, wie es nur geht. Ziemlich schwer, hier überhaupt durchzukommen. Und hier
wieder zu so einem Platz. Diesmal ohne Baum in der Mitte. Aber wie ihr seht, richtig rund. Also hier war auf jeden Fall mal irgendwas. Vielleicht auch so eine Grillecke oder sowas. Oh, Leute. Das ist ein Dreckswetter. Ja, die Hütten gefunden haben wir ja, habt ihr ja gesehen. Allerdings war es jetzt nicht sowas von berauschend, aber wir haben es gefunden. Ich finde das immer gut, wenn die Koordinaten ungenau sind, die man hat. Einfach irgendwo im Wald, zack, suchen. Wenn man was findet, ist wie so eine kleine Schatzsuche irgendwie. Ist cool. Ja, wenn euch dieses kleine Urban Exploration Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal bei Urbex Stories.